Hallo und willkommen zurück zu Pillars of Eternity. Wir sind noch immer im Temple of Iothas. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Steady does it. Weiter, Stealth. Wobei, wir können hier nochmal zurück. Weil, naja, es ist eigentlich ja ziemlich wurscht. Machen wir hier mal weiter. Welp. Hey. Aber wir sollten vielleicht auch den Stufenaufstieg machen. Naja, erstmal mache ich hier. Hi. What? Need something? Yes. Hast Nummer 1, 2 muss er wahrscheinlich auch noch nachladen. How may I help? On nee. Your word. Wie sieht's mit 3 aus? On your word. Jo. Yeah? Understood. Ja. So, er hier ist gestiegen. Ja, können wir um 1 steigern. Wahnsinn. Survival mache ich mal auf 2 noch hoch. Und dann war's das. So. Rogue Abilities. Riposte ist Murks. Damit kann der zurück angreifen, wenn er ausgewichen ist. Das ist komplett Schwachsinn. Expertise in the Art of Pain leads Slash, Pierce and Crush Damage caused by the Rogue to also Raw Damage over time. Das ist extrem gut und da wird auch nichts anderes drankommen. Denke ich. Guck mal gerade nochmal hier. Naja. Ansonsten gibt's noch den Finishing Blow. Aber da weiß man halt nicht genau, was der Finishing Blow macht. Deadly Strike, Medium Accuracy Bonus that increases in power the less endurance the target has. Und auch nur 2 per Rest. Während das ja immer aktiv ist. Slash, Pierce und Crush Damage macht nochmal 13 Zusatzschaden. Klingt doch ziemlich gut. Könnt natürlich auch noch den Crippling Strike nehmen, aber Hobbling ist jetzt nicht so wahnsinnig gut. Wobei man natürlich hiermit nochmal zusätzlich Schaden jedes Mal machen würde. Nehmen wir die Wounds. Jo. Was war Dirty Fighting? Das ist kompletter Quatsch. Jo. Okay. Weiter geht's. Huh? Feuer. You're not getting through. Wait, sail me, me to. Yeah. Feuer. Hi. Need something? On your word. Krrk. Alles nachladen. Hey. Laying low. Vermin have sourced these plates. The mold still grows in green, black clumps across the table. Skuldr.
Haben wir da noch mehr von? Welp. Okay. Hey. Huh? Wait. Need something? Sind noch ein paar mehr. Ready. Yes. On your word. Hm. Need something? Ready. Mal den yes. So und den da drauf. Yes. Hm? Tell me. Hm? Sind ein paar mehr. Big. Ja? Noch mehr. Ja. Need something? On your word. Hm? Hi. Na, die Stunts sind schon fies. Ich lade mal nach dem Kampf ein bisschen anders. Logge ich wieder einfach durch die Tür. Dann kann ich die einen nach dem anderen einfach kaputt brezeln. Following your lead. Alright then. Hi? Hey. Hm? Wait, sail me. Hm. Hm? Mate. Hm. Following your lead. Need something? Yes. How may I help? Dahin und Pew. Weg. How may I help? How may I help? Hat er es gestunt? Ne, er ist nicht gestunt. Nochmal. On your word. Weiß ich nicht, ob ich da schon gewechselt hatte. Wahrscheinlich hey. Schon. Following your lead. Das ist aber eine Parast Ability, ne? Ja. Hm. Kommt nicht dran. Yes. I. Finder than a horse. Pox back. Hm. Das ist also auch ein bisschen. Naja. Yes. Müsstet ihr aber ja noch eigentlich. Yes. Hey. Hey. Okay. Of course. I shall be quiet as a calm sea, which is not very quiet. Welp. Dann müssen wir hier wieder hingehen. Noch eins hey. Ist nachgeladen, ah. Den noch. Yes. Hm? Need something? Following your lead. Drei nachladen.
Yes? Wieder auf 1 wechseln. Yes, right away. Hey. All right then. Feuer. Leave it to me. Wait, sailors, mate. On your word. Feuer. Huh? I? Yeah? What? Feuer. Following your lead. Nächste Waffe. Feuer. Hey. Zerstört. Nachladen. Hm? Fine Sword. Können wir leider niemand brauchen. Weg damit. Of course. Ein Buch. Du bist der Experte für Bücher. Monsters of the Deadfire Archipelago. Oh, jetzt habe ich das irgendwie kaputt geschoben. Okay. On the hunt. On the hunt, ja. Können wir hier mal weiter? Am I the only one here starting to nod off? A break might be in order. Schon. Noch so ein Buch. Das Lager. Hm? Hm. Found something. What? Kaufen. Schriftrolle. Key. Engraved Silver Key. Stash. Und Letter. Rectrix Letter. I understand your concerns, Sister Nedra, but we are safest here within the temple. What wrong have we done? Lord Redrick would not risk his position by harming us when we have brought so much prosperity to the village. Virgin pretends at alarm. He knows full well that these are empty threats and means to frighten us into departing our home. Are we to abandon Gilded Well to heretics? Verton too will play his part when the time comes. Our temple will stand long after Lord Redrick's hold is but gravel memory. Rectrix Obrica. Mhm. Mhm. Noch 2 Bücher. The Great Western Stag. Book of Verses. Okay. Ich werde mal zum Eingang zurück. Da kommen. Naja, ich werde erstmal zum Eingang. Und hier mit dem Typ hier reden. Greetings. Werther nods at you in greeting, cradling his injured arm. You've returned. Find anything? This place is overrun. So I've discovered. The temple has been sealed up for years. They must have tunneled in after the flood doors. Shouldn't be anything worse than some vermin, though, if you say so. Still best to take care. Hey, traveler. Not yet. Okay, blah. Okay, wieder zurück. Light, flame and sound. Spiderling. Ist das nur einer? Ja. Feuer. Quay, sail, miss, me.
Der Tank ist gestiegen. Noch ein Letter. Okay, brauchen wir nicht. Yes. Hier. Initiates note. This parchment is relatively intact, but the ink upon it has faded. You can make out a few patches of careful tidy script. Visitors to the ritual floor, Rectrit's Obreka says, damnation for even these. Argot and struck the largest bell first, rather than second. The rest is eligible. Also zuerst die letzte, dann die erste. Erste. Ne, Moment. Forgot and struck the latest bill first rather than the second. Ne, sollte man... Ja, doch. Ne, Moment. Struck the... Also die erste und die letzte, die haben irgendeine Bewandtnis. Erste, letzte. So, der forgot and struck the largest bell. Also die second ist, sollte man zuerst machen. Also mal gucken, ob wir da noch ähnliche Sachen finden. Das war falsch. Okay. Ja, das war das. Und hier haben wir Stufenaufstieg für den Kriegerer. Der sollte mehr Stealth bekommen noch. Und dann machen wir halt nochmal einen neuen. Mein Plattenkrieger. Schuhe sind ein bisschen albern. Okay, next. Holla die Waldfee. Vigorous Defense. Plus 20 Defense ist alles. Ein pro Encounter. Das ist aber schon krass. Ich meine, 17 Sekunden sind schon recht viel. Adventurer. Okay. Der zusätzlich dann zu dem Bonus auch noch hier einen Bonus. Das Problem ist halt, dass der ein Hatchet benutzt, weil die einen Verteidigungsbonus gibt. Zieht Accuracy ab. Zwanzig auf alle Defenses ist schon extrem krass. Then. Was sagt denn die Burgi? Finished in 20 hours, okay. Hey. Huh? How may I help? Need something? Yes. Following your lead. Wait.
kommen noch ein paar mehr. Hey. Hi. Huh? Sail. Ja. What? Yes. Miss me. There's much. Ready. Ready. Yes. Kommen noch mehr. How may I help? Warten wir damit mal. Ready. Following your lead. Der hat ja jetzt schon geschossen, dann kann der wechseln. Ich hoffe mal, dass der da nicht nachladen muss, wenn ich das nicht verpeilt hatte. Wieder was geplatzt. Ja. Der kann wechseln. Jetzt dahin und von hinten angreifen. Ja. Hi. On your word. What? Der Wolf. Ready. Drauf da. Hi. Sogar noch besser. Need something? Ja. Ja. Da ist wieder was ready. Zerplatzt. Following your lead. Hi. Following your lead. Wobei, der kann auch hier dieses Ding mal anmachen. Ja? How may I help? Following your lead. Bin mir jetzt nicht sicher, welche Waffen der schon benutzt hat, welche nicht. Need something? What? Dann benutzen wir einfach mal das, um Schaden zu machen. Heilung brauchen wir ja hier eh einfach nicht. Hi? Ist das Mr. Magier? On your word. On your word. Der ist auch weg. Kann er da hinlaufen? Treff da an. How may I help? Ja. Ratsch. Und die noch. Der nächste Stufenaufstieg. I'm starting to slow the pack. Can we sit for a spell and relax? So. Poison Dirt Trap. Kann mich jetzt eigentlich auch gar nicht erinnern, die gelootet zu haben. What? Die beiden sind aufgestiegen. Okay, dann machen wir zuerst mal den Klerus. Athletics. Points to Advance 1. Machen wir den halt auch noch. No new talents talent unlocks. Okay, das war einfach. Der hat aber neue Zauber. Circle of Protection creates large zone of divine shelter, granting allies a bonus to all defenses. Dann gucken wir uns jetzt hier an. All defenses for 11 seconds. Huiuiui.
Dann haben wir Despondent Blows. Okay, minus 15 Accuracy und Crits converted to Hits für über 30 Sekunden. Das ist auch extrem gut. Dire Blessing. Ah, das macht nur Hits zu Crits, aber keine Accuracy. Accuracy ist auf jeden Fall besser als so ein Quatsch hier. Dann haben wir Pillar of Faith. Calls down a pillar of divine judgment, inflicting crush damage and knockdown enemies in area of effect. Naja, auf alles. Ne, V-A-A-O-I. Prone. Für 11 seconds. Und haufenweise crush damage, okay. Dann prayer against restraint. Hobbled attacks. Gegen Stuck Attacks. Okay, das wird situationsbedingt. Dann haben wir Restore Moderate Endurance. Ein AOE, der 30 Endurance wiederherstellt. Auch sehr gut. Warning Seal. Shock Damage, aber auf alles. Generates a magical seal that explodes in a burst of electrical energy when an enemy comes into contact with an inflicting shock damage. Und Watchful Presence, Endurance, Sequent Endurance below 20. Das klingt auch mal extrem gut. Blesses allies with the aid of a sympathetic soul, releasing a healing effect when the endurance is low. Okay. Ja. Dann haben wir ihn hier. Der braucht auf jeden Fall Athletics, weil er mir viel zu schnell müde wird. Du hast keine Ohren. Da kann man durchgucken. Und der hat auch eine Reihe neue Zauber. Oh Gott. Beetle Shell. Encases the target in a protective shell, absorbing a fixed amount of damage before shattering, but preventing the target from taking actions, including moving. Okay, es ist auch so eine letzte Rettung. Dann haben wir Infestation of Maggots. V-A-O-I. 10 Damage per percentage of endurance lost over... Okay. Areas in the enemy of effect have their skin infested by hordes of burrowing maggots, inflicting raw damage over time. The more wounded the target, the greater the damage. Das klingt aber pervers gut. Na gut, man müsste halt erstmal alle mit dem entfesten. Aber ich glaube, die Zahl, die kann nicht stimmen. Wenn das wirklich 10 Schaden wären pro Prozent, dann müssten ja einfach nur 10% fehlen. Und dann würden alle 100 Schaden bekommen. Das kann ja irgendwie nicht sein. Das heißt, man müsste mit einem minimalen Spell alles verletzen und dann den drauf und bam, ist alles tot. Wird wohl nicht so funktionieren. Dann haben wir hier Endurance. Das ist ein Heal. Ein ziemlich starker Heal sogar. Dann haben wir Purge of Toxins. Friendly Target. Defense against Poison Attacks. Das ist wieder so ein situationsbedingtes Ding, was ich wahrscheinlich wieder vergessen werde, wenn es benötigt wird. Returning Storm. V-AOE. Shock Reflex Stun. For, okay. Stunned for 3 seconds.
Brings powerful storm into being, striking enemies in the area of effect periodically with the bolts of lightning that stun deal shock damage. Ja, naja. Spreading plague. Target hobbled for 15 seconds. Weakened. Foe jump, hobbled und weakened. Ja. Infects the target with virulent and debilitating disease, hobbling and weakening them before spreading to other enemies. This is then weakening. Constitution reduces their turn movement is fortune will are reduced by 20. Okay, für zukünftige Zauber ist das ganz ordentlich. Dann haben wir Stag's Horn. Target Pierce. Das ist ein Single Target Cast. Minus 20 Deflection und 20 Reflex. Conjures an enemy stag horn to attack the enemy, causing piercing damage and inflicting a penalty deflection. Das ist nicht schlecht für Single Target. Twin Stones, Third Level Druid Spell. Target Crush Damage versus Deflection und nochmal Pierce. Sends two deadly boulders. Boulders flying out from the druid's position, dealing crush damage to anyone in the path and exploding on contact with solid surface, causing the fragments to pierce anyone nearby. Mhm. Klingt auch ziemlich pervers, wenn die dann 40 Schaden bekommen. Tio. Will do. Will do. Let's see what lies this way. Da sind wir von der anderen Seite rangekommen. Da scheint es auch noch weiter zu gehen, aber gucken wir uns hier erst nochmal den Rest an. Ne, muss man hier unten lang. Buried Secrets. Da haben wir jetzt die... Aha. Three bells hang from the stone protrusion that runs along this wall. Years of dust and grime coat the metal. There is one large bell at the center, flanked by two smaller ones. Examine the bell. The bells appear to be fully intact. They are made of a thick iron and look very heavy. There doesn't appear to be much out of the ordinary about them. The right smaller bell. The bell sounds strange, warbling pearl that grows to painful shrillness before it diminishes to mournful chime. Left. The bell tolls high piercing note of startling power. The tone echoes merrily through the halls until it seems that a dozen chirping notes ring through the temple. Middle larger bell. You heave at the bell and it swings back in the other direction. The clapper strikes a low, powerful note against the heavy iron. You feel the ringing in your chest as the sound moves through the ruined halls in a rolling ride. Silence. You reach out to hold the cam around you, the echoes diminish. Okay. Müssen wir wahrscheinlich uns noch ein bisschen weiter umsehen. Hey. Ah. Vor allem, Dingen, wenn man die doppelt schlagen kann. Alright then. Let's see what lies this way. Kann eigentlich auch sein, dass das einfach nur die Tür öffnen würde. Okay, da geht's runter. Dann machen wir hier weiter. Margrin's fire casts light in dark places. So, der darf noch auf die Armbrust wechseln und der muss, glaube ich, noch die Waffen durchrotieren.
How may I help? What? Yeah? On your word. So. Right away. Worth a look. The nearby crystals light the cracked mosaic floor in shades of orange, and at certain angles the metallic symbol beneath your feet gleams gold. As you look on, the air shimmers as if with summery heat. The very dust and air seem to pull together, until a thin, glowing mist appears before you. In its rippling gleam, you sometimes think you can see the shape of a man, features rendered in broad strokes of air and smoke. Who are you? Your voice sparks movement. The spirit surges with a sudden blazing light, and in the next moment you are somewhere else, your mind assailed with a sudden wave of fear and noise. You are in the chapter hall. Priests and faithful have gathered in a great crowd, spilling into the hall. Bodies press against you, surging towards to listen. Your own grief is mirrored in the faces around you. Some of the initiates are weeping. Someone has snuffed the candles and the room is dark, save for the podium. Lit for behind, two people stand before it. Lit in silhouette, a man is shouting, a voice so racked with fear you cannot understand what he says. But the rectrix stands calm, unmoved. Her strength will see you all through these dark times. You feel that hope, like a spark behind your ribs. Somewhere behind you, someone begins to sing. The spirit tears itself from you with a sudden dizzying voice, and you find yourself back before the ruined altar, swaying. The spirit fades as suddenly as it appeared. The face of the statue has most of its features struck off, along with portions of its hands. Eldritch aim. What's this? Bloodstone. Let's see what lies this way. Naja. Da unten haben wir aber auch noch was. Will-O-Wisp. Dahinter haben wir noch ein Geist. Okay. Hey. Dann würde ich mal sagen, Feuer. Batsch. Yes? I? Dann muss ich auch mal die Position ändern. How may I help? Keinen Sinn. Yes? Der hat Waffe 1. Das war nichts. Following your lead. Waffe 2. Ready. And still. Ready. Hi. Hi. Schaden. Okay. Hi. Yes? Du sollst einfach nur diesen Scheißkasten hier. So. Ja? Ja. Ja, ja. Okay. Da vorbei. Yes? Auf Waffe 3. Greifen wir da an. Und der auch. Ne, der kann auch da angreifen. How may I help? How may I help? Need something? Greif den an. Yes. On your word. Hey. Na, Pathfinding Deluxe. What?
What? Hey. You're blinder than a horpox bat. How may I help? The roof. Yeah. Hey. Need something? What? Ja, kann man nach vorne kommen. Hier. Ready. Yes. Na. Zerstört. Den noch. Auch zerstört. Fertig. On your word. On your word. So. Hey. Durchladen. How may I help? Need something? Yes. Affe 2. Affe 1. I? I'll see what I can find. Of course. Na ja. This parchment is worn and tattered, and the ink upon it faded. In this time of hardship, must have just as much faith in ourselves. Ich weiß jetzt allerdings nicht, was mit diesem Geist war, der da stand. Habe ich den umgepustet? Hail, traveler. I've reached a strange door by some bells. Do you know how to open it? Ah, that door is where I swear you used to be able to feel those bells above the ground. Feel it through the dirt. He shakes his head. I know you have to ring them in order, and that's all. One of their rituals. It might find more information on the Retrix room, maybe even a key. It's over by the scriptorium with all the books. And Skuldur too. Ja, super. Ja gut, aber ich glaube, das brauche ich dann im Endeffekt nicht, weil ich den Schlüssel benutzt habe. So, hier haben wir nichts mehr. Ich werde da jetzt nochmal rumbimmeln. Ach, können wir gar nicht. Okay. Dann gehen wir mal runter. Most creatures will detect a character just after they appear on the edge of the fog of war. To sneak up on enemies, use scouting mode. Find the remains of the Eothesian priest. I've descended into the lower level of the temple. If Wilton spoke true, then the remains of the murdered priests are down here somewhere. Gut, aber das werden wir dann beim nächsten Mal machen. Erstmal werde ich hier noch diesen Charakteraufstieg machen. So. Na komm, dann machen wir hier Lohn noch weiter. Level 8 ist Level 4. Okay. Der kann jetzt einen Level 3 Zauber aussuchen. Wobei man die halt sowieso kaufen kann. Von daher ist es eigentlich ziemlich wurscht. Repulsive Visage. Sickened for 2 seconds. V-Tage, bla bla. The caster's face becomes a nightmarish mask of rotting insect infested flesh or other images of unspeakable horror, compelling all nearby foes to become terrified and sickened. Naja.
Terrified ist aber ziemlich gut. Hält aber nur 2,6 Sekunden. Ach so, weil das ein... Na ja, gut, das ist halt ein AOE. Der pulsiert dann wahrscheinlich. Ist dann schon nicht schlecht. Dann haben wir Noxious Burst. Corrode. Und Sickened. An AOE. Aber die AOEs zu setzen ist halt immer so ein bisschen schwer. Also ohne, dass man die eigenen Leute damit umbringt. Minolettas Bounding Missiles. Foe Jump Targets. Pierce Damage. Foe Jump. Nochmal 8 bis 13. Ja. Displaced Image. Deflection. Reflex. For. Okay. Das ist nicht schlecht. Damit kann man sich wahrscheinlich ganz gut retten. Killakoth, mein... Wie lange dauert denn das? Ist fast. Minor Blights. Caster until weapon changed. Can be thrown at enemy causing burn, freeze, corrode or shock damage. Anyone caught in the area of effect. Blights are continually replenished until the spell ends. Vulnerabilities. Minus 5 Damage Reduction. Minus 10 Deflection. Concentration. Okay. Für 26 Sekunden. Dann haben wir hier das... selber mehr Attack Speed. Naja, Cracking Bolt. Shock versus Reflex. Na, Consular Draining Touch. Corrode Damage as Endurance versus Deflection. Ja. Delay of Motion. Move Speed for 20 Seconds. Dampener. Foe beneficial effect suspended for 20 seconds. Okay. Hatten wir hier noch was, was unbedingt dazukommen musste? Range ist aber nur 5 Meter. Ja, Fire kriegt man nicht gecastet. Miasma of Dull-Mindedness. Merciless Gaze, das ist Schrott. Paralyzed for 10. Jo, da haben wir ja jetzt diesen Ring für, eigentlich braucht er das auch nicht. Das ist halt nur für den Zauberer selber, von daher auch unnütz. Confused als AOE. Average. Also das klingt schon extrem hart. Naja, aber es sind halt nur 6 Sekunden. Nehmen wir das einfach mal. Das hier ist ein AOE mit Corrode Damage, der extrem hart ist. Oder wir nehmen das hier mit Sickened und Terrified. Resolve and Dexterity are reduced by 4, Accuracy reduced by 20 for all sources. Naja, aber das macht die nicht einfacher zu treffen. Die treffen halt selber nicht mehr.
Aber hiermit würden die einfach alle sterben. Nehmen wir das. Nehmen wir das. Jo. Dann werde ich hier einen Schnitt machen und dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Bis dann.